Hallo, da sind wir wieder mitten bei Dungeons Siege 3. Ja, ich habe mal wieder so weit vorgespielt, wie wir waren. Hab auch dann zwischengespeichert, habe mal kurz die Verteidigung hier erhöht. Ich werde mal schon mal wechseln. Und so, wir schmeißen den Köder rein und mal gucken, wie es diesmal untergeht. Und so. Hoffe ich mal ein bisschen wegzukommen. Und unser Angriff zu ändern. Ah. So, wird man hier wieder Verteidigung einsetzen. Genau, jetzt heile ich mich. Sehr schön. Dann machen die Kugeln hier gerade aus. Wow. So. Ah, komm weg. Weg mit dir. Und Sprung. Ach, Mann. Oder es kann auch sein. Nee. Wir werden aber hier wieder Schutz machen. Damit wir das schaffen, damit wir hier ein bisschen Leben zurückbekommen. Durch die Kugeln. Dafür muss ich die Taste 4 drücken. Und jetzt haben wir ihn. Wow. Mit der Steuerungstaste kann man alle Kugeln und Gold-Sachen in der Nähe einfach ansaugen und hier haben wir. Ah, okay. Gucken wir gleich nochmal nach. Ich selber konnte den Stirnreif nicht mehr holen, konnte mir nur noch eine Hose holen und. Naja, wenigstens hat das auch was gebracht. So, jetzt hat er sich ein bisschen verausgabt anscheinend. Und Nordosten weiter. Wir sind doch in der Pilgerstraße schon gewesen. Ich guck mal kurz nach. So, ich sehe hier keine weiteren Möglichkeiten, dass jemand da rausgegangen ist. Wir gucken nochmal die Quest. Wir können eine abgeben, aber wie gesagt, die Rache der Witwe. Der Söldner, der Wolfes tötet, heißt Boris. Er trägt eine Schärpe übers Gesicht und könnte ihn in einem Lager außerhalb der Stadt finden. Okay. Wir gucken mal nochmal hier lang. Vielleicht wurde er nochmal erstellt, aber einfallen würde es mir jetzt nicht. Hatten wir nicht sogar einen, der hieß Boris? Hier? Ah, da sind wieder welche. Okay, ich weiß nicht, ob die zufällig generiert worden sind oder ob da wirklich jemand. Los. Uah. Weg mit mir. Und von hinten attackiert. Sehr schön. So langsam gewöhnt man sich dran. Aber ich glaube, die kommen an sich wieder und da ist keiner von denen, Boris. Glaube ich zumindest nicht. Und hier ist eine Waffe, die. Aha. Aber auch eine magische. Gut. Scheint hier aber nichts weiter zu sein für uns. Gehen wir wieder zurück in die Stadt. Eins werde ich nochmal machen. So, Ausrüstung. Wir haben hier nochmal einen Angriff neu bekommen. Beweglichkeit erhöht, plus Angriff, weniger Willen, weniger Chaos. Blitz dafür Chaos, Eis. Wir lassen wieder unseren Gegenstand. Und ja. Wie gesagt, letztes Mal, jetzt konnte ich mir leider die Schärpe nicht holen. War noch ein bisschen anderes Angebot bei dem Händler. Es war zwar immer noch so, dass sie von allen eins gab, aber die Fähigkeiten waren trotzdem ein bisschen anders. Nee, so viel schneller ist er dadurch nicht. Gut, dann mal hallo, hallo. Wieder rein in Rabenbach. Und ich muss mir dann angewöhnen, wenn wir den da draußen, dass wir da ein bisschen mehr speichern. Mit der Karte letztes Mal war anscheinend wirklich ein Bug, weil jetzt wird die Karte ordnungsgemäß angezeigt, ohne Probleme. Keine Ahnung, wieso sie vorher nicht angezeigt wurde. So. Schön, dass das Quest auch wirklich mal besser gegeben werden hier. Und ich habe auch irgendwie eine Taste gedrückt. Ganz merkwürdig, dass da angezeigt wurde, dass wo lang ich gehen soll, um die Hauptquest zu erfüllen. So, wir gehen mal hier hin und reden mal mit Jakob. Ihr seid noch am Leben? Vielleicht seid ihr zäher, als ihr aussieht. Ist das Drecksbiest tot? Ja. Es ist tot. Hier ist einer seiner Zähne. Na, da brat mir doch einer einen Storch. Das ist ja nicht zu glauben. Lasst mich raten. Jetzt wollt ihr eine Belohnung. Gold wäre gut. Ich suche Lazar.
Ich denke mal, den werden wir eh finden im Hauptquest. Dann sagen wir, Gold wäre gut. Eure Spende wird uns helfen, der Legion wieder ihren gebührenden Rang zu verschaffen. Ich bin kein reicher Mann, aber ihr habt es euch verdient. Okay, ich suche Lazar. Ich muss wissen, wo ich Lazar Basili finden kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr solltet Grigori fragen. Er folgt Lazar immer wie ein Hündchen an der Leine. Wo kann ich den finden? Sehr gut, wie das ist. Arbeiten. In Ordnung. Bis dann. So. Gold. 655. Das ist doch mehr als schön. Und hier habe ich gleich nochmal was bezüglich Questmäßiges. Hier hinten. Hallo? 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 Ich will mal kurz drehen. Kiriogi, okay. Hallo. Eure Taten haben sich schnell in der Stadt herumgesprochen. Vielleicht ist die Legion doch nicht so machtlos, wie die Lescanzi uns glauben machen wollen. Ich weiß, dass ihr nach Lazar gefragt habt. In der Tat hat er Kontakt zu einem etwas undurchsichtigen Legionär aufgenommen, einem gewissen Odo. Mhm. Das hat dieser Frau, die Lescanzi angeheuert hat, überhaupt nicht gefallen. Sie hat den armen Lazar in eine der Zellen unter dem Rathaus gesperrt. Rathaus? Das Rathaus? Wo ist das? Es befindet sich im oberen Teil der Stadt, aber dahin ist kein Durchkommen. Die Lescanzi haben diesen Bereich befestigt und lassen niemanden hinein. Kontakt? Woher wisst ihr von diesem angeblichen Kontakt zur Legion? Ich habe die meisten Briefe selbst geschrieben. Ich bin schon seit fast 20 Jahren Lazars Assistent. Ich werde Lazar befreien. Die Legion lässt ihre Verbündeten nicht im Stich. Lazar wird befreit werden. Wenn ihr Lazar wirklich retten wollt, stehe ich euch zu Diensten. Wie kann ich helfen? Bringt Odo eine Nachricht oder könnt ihr kämpfen? Bringt ihr eine Nachricht. Bringt Odo im alten Versammlungshaus der Legion eine Nachricht. Sagt ihm, was mit Lazar geschehen ist. Wenn es meinem Freund hilft, werde ich tun, was ihr verlangt. Ihr solltet lieber gehen, bevor einer der Lescanzi-Briganten uns sieht und eine Verschwörung gegen sie wittert. Okay. Wo kann ich jetzt hin? Ja. Erfahrungspunkte erhalten. Hier ist auf jeden Fall ein Dorfbewohner, der mich nicht interessiert. Hier im oberen Teil der Stadt. Okay. Aber nicht in Rabenbach, oder meinst du das wirklich? Ich gucke gerade mal auch die Ecken hier an. Die scheinen alle nicht so interessant zu sein. Da waren wir ja schon gewesen. Also für mich sah hier nichts wie oberer Teil der Stadt aus. Oh Gott. Ich weiß schon, ihr werdet dann auch wieder sagen, wie dumm ich mich teilweise gemacht habe. Aber na gut. Okay, von hier kamen wir ja. Hier ist die alte Witwe. Gut. Gehen wir eben da lang. Ja komm, lauf schon. Und wie würde ich mal sagen, wir gehen mal in die andere Richtung raus, einfach in den westlichen Wald. Hier wird eh kein Rathaus sein an sich. Nein. Also hier ist nichts mehr. Auch Questabhängiges. Sieht also nicht danach aus. Wir könnten nur noch mal kurz hier, wenn wir schon so frei sind, was verkaufen. Das, die alten Botten. Das Ding bringt uns eh nichts. Und das hier ist leider, ja, das ist halt zu viel. Das bringt mir Beweglichkeit. Gut, wir gucken nochmal nach. Hier haben wir schöne geriemte Schuhe. Oder habe ich jetzt gerade die falschen Schuhe verkauft? Zurückkaufen. Was habe ich jetzt? Nee. Okay, nein. Kaufen. Schuhe könnten wir nehmen. Oder hier das Band. Angriff, Rüstung, Blocken. Oder hier Angriff, Rüstung, Ausdauer. Hier haben wir nochmal. Das kostet aber verdammt viel. Das kann ich nicht machen. Ausdauerrüstung und Angriff. Das Hemd ist auch nicht so schlecht. Haut plus 4. Okay. Willen ein bisschen weniger. Dafür der Angriff um einen erhöht. Das ist mir ein bisschen zu wenig für Sache. Machen wir den Stirnreif. Ja. Oder das hier? Ne. Wir machen den Reif. Gut.
dann fangen wir mal wieder an. So, Ausrüstung. Schnell ausgerüstet, schön reif, damit es weitergehen kann. Los geht's. Und hier werden wir nochmal kurz speichern. Nicht, dass mir nochmal was Blödes passiert. So. Gut, machen wir neue Datei erstellen. Spielspeicher. So. Raus geht's mit uns, Dorfbewohnerin. Bleib am Leben. Tu nichts Böses. Okay. Und hier haben wir was? Mehr Wald. Mehr Wald, Fackeln. Man kann hier nicht groß nach links und rechts laufen. Hallo. So. Ah, kritischer Schaden. Sehr schön. Und mal alles aufsammeln. Was haben wir hier? Können wir nochmal lang gehen? Ah ne, von da kommen wir her. hier ist irgendwas Questabhängiges links. Gehen wir erstmal dahin, bevor wir hier nach rechts gehen. Autocar. Wow. Wir werden mal kurz wechseln. Und so, und ich werde mal hier die Fähigkeit wieder nehmen. So. Okay. Wow. Der macht ordentlich Schaden. Aber hat noch so einen nervigen Kameraden um sich herum. Kein Wunder. Den werden wir auch gleich nerven hier. Wie du mir, so ich dir. Okay. Und dann haben wir hier die goldene Statue bekommen. Ja, nehmen wir das mit. Generator. Also wieder so eine Waffe, anscheinend. Und hier haben wir noch eine Schatztruhe. Ah, sehr schön. Auch nochmal was für mich. Also man scheint auch selber mehr für sich zu finden als für andere, aber man findet auch eben für andere. Ist halt später dann trotzdem noch ein Koop-Spiel. Das ist ein Koop-Spiel, aber später bekommt man noch Freunde dazu. Wir gehen ja erstmal hier oben hin. Hier scheint so eine Art Dead End zu sein. Ach. Nehmen wir alles mit. Und wir haben sogar was Blaues gefunden. Blaue Unterhosen. Na, das ist doch super. Passt zu meinen blauen Augen. Die blauen Unterhosen. Und hier haben wir auch nochmal. Wow. Na. So, mit dem Sprung geht's schon und damit haben wir den auch besiegt. Da ist wieder ein Speicherplatz. Ich werde mal kurz nach dämliche Erfahrung mit Fallout. So, was haben wir hier? Angriff wird erhöhen, Wille wird immer erhöht. Aber wie gesagt, Chaos Blitz wird Chaos Schwäche. Nee, das ist mir eigentlich ein bisschen zuwider. Stimmband der Vitalität haben wir neu dazu bekommen. Erhöht ist nochmal wesentlich mehr Rüstung, aber kein Angriff, kein Blocken, dafür Ausdauer. Nein, wir lassen das. Dafür haben wir eine tolle Unterhose bekommen, die enorm viel an Rüstung zulegt. Bisschen weniger Blocken, aber nee, die nehmen wir. Wir nehmen die blaue Unterhose. Und wir haben hier noch einen Generator. Also so, stimmt. Das waren die Dinger. Das erhöht nochmal verdammt groß meinen Angriff. Weniger Rüstung, aber dafür mehr Schutz. Okay. Das ist toll. Ja, ja. Gehen wir weiter mit unserem kleinen Reinhard. Fackelkandidat. Und, wow, da ist auf jeden Fall was Großes. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich reingehen soll. Westliche Wälder. Vor allem haben wir ja eine Questsache erfüllt. Was haben wir denn hier? Wenn wir hier reingehen, wird dann irgendwas angezeigt. Okay. Na, wir werden das mal hier speichern und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.